Vielen Dank, Sam, alles in allem. Vielen Dank an alle vier Finalisten vom DSDS bei Mein RTL. Und wir bedanken uns bei allen vier nochmal. Bleiben dreifachen Güter! Und Leute, ich bin euch so dankbar. Ich bin so dankbar, dass wirklich niemand von euch heute das ganze Erlebnis zu Hause aus dem Homeoffice, sondern dass ihr alle da seid. Seid ihr da? Ja! Mit euch gemeinsam, während hinten alles vorbereitet wird, direkt hinter mir, erlaubt mir bitte noch eine kleine Zeitreise in die 80er. Okay? Wer von euch war in den 80ern schon auf der Welt? Bitte ein kurzes Jo, Jo, Jo. Fast alle. Okay, das ist sehr gut. Die 80er Jahre, wir erinnern uns mal, der Atommüll wurde noch abgeholt in Pappkartons. In den 80er Jahren waren die Frisuren alle scheiße. Obwohl ich gerne eine von denen noch hätte jetzt. Naja, egal. 1985 habe ich mein BWL-Studium an der Universität Hamburg erfolgreich abgebrochen. Das wichtigste Jahr aber war das Jahr 1984. Denn da hat unser Dieter die Musikgeschichte neu geschrieben. Er hat sie verändert, revolutioniert, hat uns alle dieterisiert und titanisiert. Denn 1984 war das Jahr von Jorai. Jorai. Genau. Und Leute, jetzt stellt euch bitte mal eins vor. Dieser Hit hat seinen Glanz nie verloren und ist 39 Jahre alt. Ein großer Applaus für den Mann, der es geschafft hat. Und ich verspreche euch, neben dem großartigen Überraschungsgast wird auch Your My Heart, Your My Soul ein großer Bestandteil des Programms sein, was wir gleich hören werden. Und als Radio Hamburg Moderator sage ich, ich bin sehr stolz. Dieter Bohlen war in der Morning Show bei uns und hat gesagt, du John, wie das Publikum mich 2019 in der Barclays empfangen hat, bei meinem Konzert vor über 12.000 Fans, das war so schön, das werde ich nie vergessen. Ich habe immer noch Gänsehaut und das ist auch schon 3-4 Jahre her, da hat sie immer noch die Gänsehaut. Und da habe ich zu ihm gesagt, Dieter, komm, wir sind heute in der Sporthalle Hamburg, in der schönsten Stadt der Welt. Der hinter diesem Vorhang steht, jetzt eine Gänsehaut zaubern, die er noch bis zum Ende seines langen Lebens hat, okay? Und ich brauche dafür von euch jetzt erstmal einen Rhythmus. Wir klatschen. 1, 2, 3.